Applaus für Julia Jakob. Und natürlich auch unser Bürgermeister, unser lieber Rudi Jelinek. Für die Fraktion der FDP heute ist mit dabei unsere liebe Petra Herrmann. Sie kommt in Vertretung für unseren lieben Hans-Peter Schönweis, Protektor und Fraktionsvorsitzender der FDP, Protektor des Essener Karnevals. Er ist leider krank. Wir schicken auf jeden Fall Genesungsgrüße nach KUVG für unseren lieben Hafen. Für das Bündnis 90 Die Grünen ist unser Elke Zink dabei. Von der CDU mitten im Landtag, Fabian Schumpf. Genau. Und von der CDU Landfraktion haben wir noch hier Christian Karwald. Hier. Und hier hat er auch Christian gemacht. Aber es sah auch, also selbst auch für Christian gut aus. Alles toll. Was du überreden kannst, hast du ja von der Schulanzitzung bewiesen. So, jetzt haben wir noch die Jutta Brentoch mit dabei. Aus dem schönen Kronhausen heute in KDH. Das war ein größtes Rathaus zu dir gebaut, ne? Du wolltest die größte Bühne einstellen. Ja, ich darf es euch nochmal vorstellen. Unsere Prinzpaar sind eingetroffen. Wir haben, wir fangen mit den Kindern natürlich an, mit unserem Nachwuchs. An der Spitze, seine Autorität, Prinz Luca Reerste. An seiner Seite seine Prinzessin Asilia Leo I. Sie haben natürlich auch heute einen großen Hochstart dabei. Sie haben ihren Hochmarschall dabei, den Noah Beckmann. An der Seite der Prinzessin von der FDK-Jugend, unsere Hochdame, liebe Lea. Ich sehe den lieben Lars, unseren Prinzenführer. Alles, ja, alles dabei heute, alles, was Rang und Namen hat. Ich sehe die Koordinatorin des Kinderprinzenpaares, die dafür sorgt, dass die beiden Sessionen immer pünktlich und gestriegelt vor Ort sind. Unsere liebe Nicole Heiliger. Und sie hat immer ihren Mann dabei, sonst würden sie den Karneval gar nicht sehen, denn er wird das Prinzenpaar, unser Wolfgang Heiliger. Der Tier, der weiß nicht. Der Minion steht da vorne, genau, alles gut. Ja. Dann haben die beiden natürlich auch eine Heimatgesellschaft. Ja, die haben, glaube ich, nicht geschafft bis auf die Bühne. Die KG Narrenschiff, genau, die steht hier hinter mir an der Bühne, weil es passen nicht alle drauf. Auch euch herzlich willkommen in meinem Rathaussturm. So, ich hoffe, dass ich bei den Kindern jetzt gar nicht vergessen habe. Dann würde ich weitermachen natürlich mit unserem glänzenden Stadtprinzenpaar. An der Spitze St. Leute, Prinz Uwe der Erste. An seiner Seite, in Lieblichkeit, Prinzessin Asilia Anja die Erste. Genau! Und sie leisten sogar zwei Hochmarschelle. Einmal der Dennis. Genau! Und einmal unser Patrick Jan Pommes. Genau! Als Patin der Prinzen dabei, unsere liebe Christiane. Und als Hochdame ist heute unsere Martina mit dabei. Genau! Von der Leibgarde der Prinzessin, den KG Figilio, unsere liebe Sandra.
bist du mit dir an Karneval mit dabei. Unser Manfred Bangorhalle, unser Philipp Fischer. Dieses Jahr auch für den großen Montag zuständig, unser Rainer Ehrens. Und ich sehe noch vom Festival Karneval unseren Leserador Hans Buschkühl. So, dann glaube ich, habe ich alle. Ne? Oh mein Gott, ja, dann müssen wir alle zwei paar Bühne nicht sehen, da denke ich nicht dran. Ne? So, auch Sie sind natürlich unten im Publikum einmal die Heimatgesellschaft des Prinzenpaares und zeitgleich auch Begleitung und Leibgarde des Prinzen, die Essener Prinzengarde. Und natürlich auch die Leibgarde des Prinzen, Kieler Prinzenpaares ist nicht mit auf die Bühne gekommen. Das ist einmal der EKV. Das war ein Kanada. So, jetzt habe ich sie noch nicht alle, ne? Ja. Ja, dann würde ich einmal das Mikrofon erstmal an die Kinder geben. Ihr braucht eins oder zwei? Zwei?